Also nein, hat leider nicht geklappt hier mit dem der dritten Weizenfarm. Hier unten ist zu viel Wald, um noch eine zu errichten. Und ja, unser Feind, der gibt hier sein Bestes. Dann werden wir ihn jetzt langsam mal erlösen. Also ja, um es nochmal langsam zu machen, wenn ich rechte Maustaste und dann linke Maustaste auf ein gegnerisches Militärgebäude mache, kriege ich das Angriffsfenster. Hier sehe ich halt, wie viele Soldaten mir zur Verfügung stehen und wie weit sie weg sind. Kann einstellen, wie viele davon angreifen sollen. Und kann dann hier mit dem Button angreifen. Und dann wird ordentlich Rambazamba gemacht. Siedler ist ein ehrenhaftes Spiel. Es duellieren sich immer einer gegen einen. Während die anderen halt warten. Normalerweise, wenn die Gebäude mehr besetzt sind. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob das im ersten Teil genauso war. Im zweiten Teil halt. Wenn man ein vollbesetztes Gebäude angegriffen hat, dann sind einem die Verteidiger auch entgegengekommen. So dass mehrere Angreifer und Verteidiger gleichzeitig gekämpft haben. So, das war wieder eine Niete für uns. Und ja, je mehr wir schicken, desto höher ist die Chance für uns, dass wir gewinnen auch. Nur, dass wir gerade ziemlich viel Pech haben, was das angeht. Das, obwohl wir schon 73% Kampfkraft haben. So, da ist der besiegt. Ja. Sie haben einen Sieg errungen. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass es das ausreicht, um die Gegner zum Aufgeben zu zwingen. Aber scheinbar müssen wir doch erst ihre Burg einnehmen. Wenn wir uns das mal so ansehen, haben wir gut Land genommen von ihr. Also, Großangriff auf ihre Burg. Ihr Schloss, besser gesagt. Dieser Wert hier übrigens, der stagniert irgendwann. Also es ist nicht so, als ob wir irgendwann 100% erreichen, ist eher selten. Dann greifen wir mit noch. Oh, Rekruten.
nächste von unseren Down. Wieder einer von uns Down. Oh ja, der Rekrut greift an. Ah. Ja, wir sind schon eine Stunde drin. Das war unser Rekrut. Wie sieht es eigentlich in unserem Schloss so aus? Ah, so sieht's aus. Wieder einer von uns gestorben. Ja, vielleicht stellen wir mal hier um. Dass unsere Stärken angreifen sollen. Das gibt's doch echt nicht. Wieder einer von uns gefallen. Schicken wir mal noch mehr Leute ihnen entgegen. Genau, da kommen jetzt unsere Stärksten. Wieder einer von uns gestorben. Hey, wir haben mal gewonnen. Nochmal gewonnen. Oh, da kommt noch einer. Hey, unser Soldat hat gerade einen Lauf. Das Problem ist, seine HP regenerieren sich nicht. Genau, das war der Lauf. Okay, sie hat ziemlich viele Soldaten. Das war unsere. Und ja, wir können halt nicht viel machen, außer zusehen und hoffen.
Ich sag mal so, in Siedler 1 und Siedler 2 ist das Kämpfen sehr luck-based. Wenn wir Glück haben, ist das jetzt ihr letzter Mann. Und ja, der ist so gut, der besiegt sogar unsere stärkeren Leute. Da kommt tatsächlich noch einer. Und noch einer. Oh, das war der letzte. Sie haben Einsiegerung. Ist sie noch nicht? Hab ich verpasst, wie ich sie besiegt habe, zufällig? Nein. Okay. Das heißt, wir machen gerade weiter. Hätten uns also nicht mal die Mühe machen brauchen, ihre Burg zu vernichten. Wir hätten einfach die Gebäude im Umland einnehmen müssen. Oh, der Kampf wird spannend. Niederlage. Ja, ab hier wird es halt wuselig. Und da ist wieder einer unserer Guten gestorben.
Da ist der gestorben. So, den anschließen. Und ich merke eigentlich gerade, dass ich schrecklich überziehe. Oh, ich habe Sicherung hier. Irgendwann musst du doch mal aufgeben, oder? Naja, ich würde sagen, wir speichern hier jetzt. Oh, gut, wir haben doch gewonnen. Okay, ich habe jetzt doch nicht mitgekriegt, dass sie aufgegeben hat. Ja, jetzt würde ich aber sagen, beenden wir diese Sledge-Show. Ich meine, ich habe jetzt schon gut überzogen. Und ja. Danke fürs Zusehen. Hi ho und bye bye.